Regio TV Plus ist heute in Basel im Gundeli. Hier hat die 27-jährige Terwilerin Silvana Nussbaumer am 30. März das Restaurant Max eröffnet. Man sieht es auch hier schon im Hintergrund, nämlich beim Basel Lawn Tennis Club beim Margaretenpark. Hallo liebe Silvana, schön dürfen wir heute bei dir sein, heute Morgen, bevor es dann wieder in Mittagsstress geht. Zuerst einmal, wieso ein Tennisclub-Restaurant? Hast du eine persönliche Verbindung zum Tennis oder ist das Zufall? Hey, ich spiele selber Tennis seit letztem Jahr wieder. Yeah. Und mein Bruder und meine Schwester sind so super lange im Club hier. Und irgendwie sehr spontan haben wir gesagt, hey, Silvana, mach doch mal das Restaurant oder so, übernimm das. Und ja, so ist das entstanden, letztes Jahr, ja, im Herbst. Ist es frei geworden? Genau, und dann ist es mega schnell gegangen. Dein Restaurant heisst Max. Der Name hat sicher eine persönliche Bedeutung für dich. Genau, ja. Max war mein Grosspapi oder unsere Grosspapi. Ein unglaublich toller Gastgeber, herzliche Person, die für mich eine mega wichtige Person im Leben war. Und ich wollte mich immer schon selbstständig machen mit einem Restaurant. Und es war eigentlich immer schon klar, dass es diesen Namen wird tragen wird. Ist er auch in der Gastronomiebranche tätig? Nein, er war Bauer. Er hatte einen grossen Bauernhof in Terwil. Und einfach, es ist wie, er hat das gelebt. Die Türen waren immer offen, man konnte reinkommen. Ja, mega, mega herzlich. Ja. Erzähl mal noch ein bisschen von deinem Werdegang. Du hast eine Kochlehre gemacht im Merian-Iseli-Spital. Was waren nachher für dich so die wichtigsten Stationen? Hey, ich habe dort gelernt und eine mega tolle Ausbildung genossen. Danach hat es mich in die richtige Gastronomie gezogen. Ich bin in Stucki, wo ich 2,5 Jahre in der Patisserie geschafft habe. Mega prägende Zeit, mega toll, tolle Erfahrung. Hey, und danach bin ich an verschiedenen Stationen gewesen. Ich bin nach Deutschland, ins Eckert, dann auf Mallorca, wo ich meinen Koch kennengelernt habe, der jetzt mit uns hier das Max macht. Genau. Und sonst bin ich auf der Achterrasse gewesen. Jetzt die letzte Station war Svito. Dort bist du Geschäftsführerin, genau, gewesen, in der Filiale. Jahre im Gundeli, genau, im Gundeli, ja. Hätte dich das sicher auch weitergebracht auf deinem Weg, ein eigenes Restaurant zu eröffnen? Auf jeden Fall. Es hat mich mega geprägt. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, dort ein Team zu führen, einen Standort zu leiten. Ich habe mega viel gelernt. Also, ja. Und in Mallorca warst du jetzt auch eine Zeit lang gewesen, als Chef Patissier in einem Hotel? Genau, ja. Eine Sommersaison in einem 5-Sterne-Hotel. Unglaublich tolle Zeit. Also, das Lebensgefühl, die mediterrane Art, hat mir mega zugesagt. Ja. Und das Mallorca-Feeling hast du jetzt sicher ein bisschen dahin mitgenommen. Was hat es denn genau für eine Küche hier im Max? Genau, wir machen mediterrane Küche. Probieren wirklich alles selber zu machen, alles frisch. Aber trotzdem auch so ein bisschen, was wir gerade Lust haben, was auch die Saison bringt, so ein bisschen regional, genau. In Mallorca warst du eben Chef-Patissier. Bist du denn selber auch ein Dessert-Mensch? Ich liebe Dessert zu machen. Ich bin eigentlich sonst nicht so süß. Ich esse nicht so gerne Dessert, weil oft ist es eben zu süß. Es fehlt so ein bisschen der Ausgleich zu der Säure und so. Aber selber machen auf jeden Fall. Essen eher weniger. Und jetzt hier, wie gross ist dein Team im Max? Wir haben 3 in der Küche und 6 Leute im Service, wobei mehr auf Stundenlohn. Aber ja, schon recht gross, für das wir erst gerade aufgemacht haben. Ja, ja, und wie läuft es bisher? Du hast jetzt am 30. März aufgemacht, das ist ja noch ganz frisch eigentlich. Wie läuft es und wie zufrieden bist du bislang? Hey, wir sind mega zufrieden. Es ist krass. Eben 16 Wochen sind es jetzt. Wir feiern immer das Jubiläum. So die kleinen Schritte. Hey, ja, wir haben mega viele tolle Gäste. Das kommen Leute von auswärts, die wir es noch nicht kennt haben, wo aber die Rückmeldungen mega positiv sind. Für uns ist es der absolute Wahnsinn. Das ist krass, dass nach so kurzer Zeit auch schon wie eine Stammkundschaft aufgebaut haben. Und dann trotzdem auch die Tennisleute können irgendwie glücklich zu machen. Es ist, ja, was hast du anfänglich gedacht? Ist das eher ein Vor- oder ein Nachteil, auf einem Tennisclub ein Restaurant zu machen? Hast du schon Kundschaft wegen der Tenniskunden? Mhm. Wie ist jetzt das Verhältnis von Tennisleuten und Auswärtigen? Genau, wir haben viele Leute, die von extern kommen. Wir haben auch viele Tennis-Club-Mitglieder, die es jetzt auch schätzen, dass es ein Restaurant hat, das auch funktioniert. Yeah. Und
Ja, es ist so, es ist eine coole Mischung. Es ist sehr unkompliziert. Eben, es liegt dann da mal eine Tennistasche im Weg. Aber ich glaube, auch unsere Gäste von auswärts schätzen das eben genau, das Unkomplizierte. Und es ist auch spannend. Es läuft etwas im Hintergrund, auch für Familien mit Kindern. Machst du viel Werbung für das Restaurant? Oder ist das so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda? Ja, das ist so das Beste, glaube ich. Die Leute kommen, sie finden es cool, sie schätzen es. Dann gehen sie und erzählen es weiter. Und wenn sie zufrieden sind, kommen sie wieder. Ich glaube, das ist so die beste Werbung. Und sonst halt auf Social Media. Ich bin zwar nicht so der Social-Media-Typ, leider. Ja, ich glaube, wir müssen sicher noch mehr Werbung machen dann für den Winter. Wir werden offen haben im Winter. Ah ja, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Genau. Aber wir schauen von Tag zu Tag. Ich glaube, das ist das Beste. Du hast vorher schon von deiner Family erzählt. Unterstützen die dich auch hier auch fest? Und sind die auch irgendwie eingebunden? Ja, es ist ein richtiges Familienprojekt geworden. Ja. Auch mit dem ganzen Umbau. Mein Papi, der irgendwie Innendekoration gemacht hat, sein ganzes Leben lang. Meine Mami macht irgendwie die Blümchen. Jede Woche kommt sie mit einem riesen Strauß. Oh, schön. Geht in die Brocke, geht Tassli kaufen für mich. So die Secondhand-Tassli. Ich habe gesehen, alle Tassen sind unterschiedlich und haben dort die alle besorgen. Genau, ja. Ja, und eben meine Geschwister die auch. Eben, sie sind hier im Club. Sie kommen und helfen. Und schätzen es alle. Und es ist natürlich, der Max war mega präsent in unserem Leben. Und es ist schon mega schön gesehen, wie er jetzt so einfach weiterleben kann. Ja. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Max? Hast du besondere Ziele oder Ideen? Hey, keine Ahnung. Eben, wir sind so happy, dass es so gut läuft. Ich glaube, wir genießen das jetzt einfach und machen so weiter und probieren uns einfach stetig zu verbessern, als Team zusammenzuwachsen. Neue Sachen auszuprobieren, Karten wechseln, sodass wir auch spannend bleiben für die Gäste. Eben, und ihr macht ja auch immer besondere Aktionen. Jetzt habe ich gerade gesehen vorher, ihr macht immer am Wochenende, gibt es bei euch spanische Paella? Genau, ja, jeden Samstagmittag, wenn wir das jetzt machen. Das ist ja mega bekannt in Spanien. Und wir wollen einfach, dass sich das ein bisschen etablieren kann. Samstagmittag, wir machen zwei grosse Pfannen und dann hat es einfach so lange es hat. Du nimmst einen Teller und dann gibt es Aioli dazu, Oliven. Und dann kann man einfach genießen. Der Nachmittag hier ist wunderschön. Ein bisschen runterfahren vom Stress. Und ja. Dankeschön, liebe Silvana. Merci, haben wir dich besuchen und mit dir über dein Restaurant Max plaudern. Und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.